So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake. Hatten wir das Gespräch schon? Weiß ich nicht. Die Typen unterhalten sich jetzt zumindest auch schon wieder seit 17 Stunden, weil ich den Spielchen geladen habe. Ja, muss ich mir das ganze Gespräch nochmal anhören. Ich wollte jetzt nicht das wieder in die Folge packen. Ja, komm. Stitches, Snitches and Narcs, man. Stitches, Snitches. Ja, komm, hauen wir ab. Von den beiden. Ja, das letzte Mal sind wir auf jeden Fall, ja, hier in der Black Cauldron, Black Cauldron? In der Cauldron Lake. Warum ist das Wort Black mir gerade in den Kopf gekommen? Cauldron Lake Lodge. So, eine Nervenheilanstalt, kann man schon fast sagen. So, die Typen hier sieht auf jeden Fall. Speziell für Künstlerinnen und Künstler, ja, um mal hier, geschlechtlich korrekt zu sein. KünstlerInnen. Ja. Und hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? The typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Okay, wie gesagt, wir sind natürlich nicht freiwillig hier. Es ist passiert, nachdem die Dunkelheit mal wieder kam letzte Nacht. Die Depressionen wieder gekickt haben. Nee, Dunkelheit kam und hat uns da irgendwie von der Klippe gekickt. I'm not myself. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Mhm. Ignorieren wir das und gehen einfach weiter Richtung unser Zimmer. Aber wo ist denn? Ja, wo muss ich jetzt denn? Nach oben musste ich ja offensichtlich. Achso, hier ging es in die Patienten. Ja. Ins Patientenzimmer. Wake. Emerson, Wake und... ja. Lane. Ja, ich schade, dass hier keiner irgendwie Palmer oder weiß ich nicht, irgendwie anders heißt. Und wenn es Emerson, Wake und Palmer, aber gut. I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. War ich hier letztes Mal schon drin? Night Springs für die Xbox 360. Jetzt ergibt es auch Sinn, ne? Weil das Spiel ja Xbox exklusiv für ungefähr 2 Jahre war und dann kam ja erst die PC-Version. Dass hier auch eine Xbox steht, so auch nochmal anmerken. Und hier schön, Death Rally. Das ist das erste Spiel von Remedy. Die, ja, noch vor Max Payne. Das ist irgend so ein Rennspiel gewesen, was glaube ich auch einen Remake bekommen hat sogar von denen. Ganz witzig. Und jetzt auch irgendwie, glaube ich, kostenlos zur Verfügung ist. Stimmt. Das müsste ich manchmal auf meine 1-Stunde-Innenliste setzen. Das wäre eigentlich mal interessant. Ich glaube, es war nur kostenlos, ich weiß es nicht. Ach, ich gebe auch gerne Geld dafür aus. Remedy kann mein ganzes Geld haben, das ist in Ordnung. Den vertraue ich. Night Springs the Video Game von Remedy. Ja, schön. Haben das Spiel übrigens nie gemacht. Also, mit Alan Wake haben sie es quasi so ein bisschen gemacht, ne? Aber ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Fehlt ja ein Buchstabe? Ne, es war einfach nur so verschwommen. Okay. Dann schreiben wir mal. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake. You stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? What the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Oh, oh. Thor und Odin machen auf jeden Fall Stress. Kann ich ihn aktivieren? Mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Ich muss auf jeden Fall gucken. Oh, das wäre eine Lampe. Aber stimmt, der Strom ist ja auch so. Hartman kept talking,
giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Nicht so ganz verstanden, was das jetzt sollte, aber gut. Oh, da kann man wieder facebook.com/nwake besuchen. Aber ich habe mal ein bisschen geguckt bezüglich Achievements und es gibt hier, also irgendwie spackt das Lichtchen ein bisschen rum. Jetzt nicht mehr. Oh doch, da. Achso, das waren nur Blitze. Ja, auf jeden Fall gibt es ein Achievement, was man wohl jetzt hier irgendwie in der Nähe bald mal holen kann. Ich glaube noch nicht jetzt. Aber gleich. Wahrscheinlich noch in dieser Folge. Staff. Dann haben sie auf jeden Fall die Wärterin zerlegt. So viel sehe ich schon. Lustig. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. Hartmans Büro gehen. Okay. Genau, da müssen wir nämlich eigentlich hin. Aber vielleicht müssen wir das, wie gesagt, vielleicht müssen wir das noch gar nicht jetzt, weil da kann man nämlich was Optionales sich anhören, angucken, anriechen. Ich weiß es nicht so genau. Oh. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Ah, okay. Das folgt unserer Narrative auf jeden Fall schon ein bisschen besser, ne? Ja, genau hier nämlich, glaube ich. Ja. They were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. He's... Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here. Even when he's home. Because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. So, das habe ich bestimmt mir damals angehört, aber wenn wir jetzt nochmal abspielen, dürfte was Neues kommen. Rudolf Lane's case is interesting. He was completely blocked and frankly I was about to discard him as useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolf. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a creator as an illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced
are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. So, und Nummer 3. Und dafür, ja, kriegen wir ein Achievement. This is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. How are your fragile little patients like that? Oh, I'm thoroughly intimidated by your mighty authority now, Agent. Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Yeah. Nightingale, ey. Das ist ein Typ. Oh, jetzt sehen wir auch die düsteren Bilder von ihm. Ist nicht das, was er vorhin hier gezeichnet hat, auf der Veranda? Ich glaube schon. Zumindest sehr so aus. So, dann müssen wir noch einmal kurz was anhören, aber dann können wir spielen. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Ah, okay, Mott war der Entführer. Ich habe mich in der letzten Folge gefragt, wer war nochmal Mott? Den Namen konnte ich zuordnen, aber also den Namen kannte ich, aber ich konnte ihn nicht zuordnen, so rum. Aber gut. So, dann machen wir mal hier. Barry? Hi! Ow, about time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Und ab jetzt, Freunde, beginnt einfach der lustigste Teil des Spiels. Dieser Pappaufsteller. Ja. Ja. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir den sehen. Ja, ist schon lustig. Okay. Auf in sein Büro. Alan, du hast ein bisschen daneben gegriffen, aber ist okay. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Also ist die Dunkelheit doch echt. Und das bedeutet, Alice könnte noch leben. Okay. Ich hab keine Taschenlampe. Hey, mir wurden mal wieder meine Waffen geklaut. Ist das nicht abwechslungsreich? Oh. Power Tür öffnen. Oh oh.
Ich renn mal irgendwo lang. Da offensichtlich nicht. Oh, warte mal. Ich weiß was. Kann ich den Generator hier oben jetzt vielleicht nicht mal einschalten? Ich habe ja den Schlüssel eigentlich. Wobei, der wird mir nicht mehr angezeigt. Wo war denn das? Da war das, ne? Haha. Oh Gott, der grüne Bereich wird immer kleiner. Hart. Sehr schön. Okay. Jetzt noch eine Taschenlampe haben. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein netter Bonus so. Hätte ich nichts gegen. Aber ich verlange das auch nicht. Ich krieg das auch ohnehin. Autsch. Ich wollte gerade sagen, trotzdem jetzt vorsichtig eigentlich hier durch. Nicht, dass mich die Dinger einfach abwerfen. Aber das werden sie. Aua. Schnell, bevor ich zerbombt werde. Eieieiei. This could help. Indeed. Voll das Klassenzimmer hier. Oh Gott. Okay, muss ich wohl. Aua! Ellen! So machen. Was passiert, wenn ich die jetzt verkackt hätte? Oder sollte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst eine Taschenlampe besitzen? Und ich habe sie nicht gefunden. Wäre ein bisschen doof, tatsächlich. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. So, kann ich nicht. Voll ein Ford Mustang da. Was ist das denn? Film das Intro von Death Rally oder so. Mustang Drift. Want access to thousands of applications? Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Social networking, sports scores, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. VCast? Das gab es wirklich. Da gab es ein Kingdom Hearts Spiel drauf. okay. Ja, die Folge ist echt bald vorbei, ey. Echt nichts geschafft in der Folge. Nicht nur so uns umgehört. Aber das gehört halt dazu. Das wird bei Control auf jeden Fall auch noch eine lustige Sache. Und bei Control gibt es ja ganz viele Seiten zu lesen. Aber halt, diesmal werden sie nicht vorgelesen. Und sind nicht so kurz, sondern die muss man selber lesen. Und sie sind länger. Das habe ich dann damals beim Piratenspiel irgendwann noch sein lassen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das möchte ich dann jetzt eigentlich auch wirklich komplett dann tun, einfach um die volle Experience zu haben. Wir müssen jetzt echt warten, bis der das kaputt macht hier. Oh Gott. Ui, aua. Hehe. Nicht aus. I need to get out of ghetto. Was? Ich muss ins Ghetto. Ich muss hier raus. Get out of here, würde ich sagen. Get out of here. Oh, scheiße. Tod. Okay, ich habe eine Vermutung, dass ich einfach nur... Oh. Jetzt muss ich den Schwerpunkt danach setzen können. Dass ich denen auch die andere Tür aufboxen lassen muss. Autsch! Ja, ja, okay, es reicht jetzt schon einmal. Raus! Irgendwie. Ugh. Hey, Al! Die Taschenlampe von ihm. Ich muss mich erstmal umgucken, ne? Vielleicht liegen hier noch lustige Manuskriptzeilen. Oder Taschenlampen. Ja, entspann dich.
Kolleg. Sowas zum Beispiel. Ich habe Batterien, aber keine Taschenlampe. Cool, Batterien an die anderen Köpfe werfen, vielleicht geht das ja auch. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al! Look out! Ouch. Jetzt habe ich wieder diese Billo-Taschenlampe wahrscheinlich, ne? Okay, das ganze Haus ist jetzt also besessen. Cool. Macht Spaß. Wenn nicht alle vier Blöcke mir auf den Sack gehen. Von diesen Säulen. Ich glaube ja. The answer is yes. Och nö. Oh. Okay Leute, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen und nächstes Mal schaffen wir das. Gucken wir noch schnell die Taschenlampe und dann hören wir die Folge auf. Also sag ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe es gefallen. Nächstes Mal geht's weiter mit Alan Wach hier. Danke, bitte. Tschüss.